Unter was fällt das jetzt? Da. Einmal. Und das Ding einmal kurz kleiner machen. Ich hab's gleich. So. Weil sonst ist das so die ganze Zeit über der Cam und das ist doof. Rezept für Käsefondue. Jetzt habe ich Bock auf Käsefondue. Ich bin untröstet, du hast meine Bits gefressen. Ey. Aber Bits sind lecker. Bits schmecken immer so gut. Ich habe frei und darf dann 3 Tage arbeiten, um den Sonntag frei zu haben. Es ist selten, dass ich 2 Tage zusammen frei habe, das als Wochenende bezeichnen könnte. Hab was aktiviert im Kampf und dann kam die Cutscene. echt? Ich hab das tatsächlich eben gar nicht mitgekriegt. Wird aber auch gerade 0 angezeigt, warte mal. Kann auch sein, dass die Sonderlation nicht funktioniert. Was hattest du denn aktiviert? Weil eigentlich sind sie gar nicht deaktiviert. Es kann sein, dass das Ding wieder spinnt. Ich aktualisiere mal. Warte, dann spiele ich das nämlich einmal für dich ab. Dann sind sie nicht ganz verloren. Gehen wir hier rüber. So. So. Also das Halloween-Ding war's, ne? Geht das, wenn ich das darüber mache? Ich hoffe, dass ihr das dann jetzt eben im Stream auch hört. Wenn ich das darüber laufen lasse. Sport? Ja. Login. Sound, da sind sie. Halloween. Da. Dann hoffe ich, dass man das jetzt auch hört. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ich es mache. Super. Ich weiß immer nicht, wie das dann wirkt, wenn ich das selber aktiviere. Ja, gut. Kann das ja kastenlos abspielen. So, aber dann hat Sarah das trotzdem gehört. Dann sind sie nicht ganz verloren. Weil manchmal spinnt das Sonderlord-Ding. Bei mir wollte das nämlich auch nicht über die Seite machen. Warte mal, ich kann mal gucken, funktioniert das jetzt? Okay, das Ding müsste jetzt wieder funktionieren in 3 Minuten. Die Alerts sollten wieder gehen. Hoffe ich. Das hat eben funktioniert. So, wo komme ich wieder ins Spiel rein? Da. Nightmare Before Christmas ist super. Ja, einer meiner Lieblingsfilme. Ich weiß immer nicht, ob ich das zu Weihnachten oder ob ich das zu Halloween gucken soll. Ich gucke das immer so zu beiden dann. So.
Dualims Talent. Ach ja, wir haben den Feger ja jetzt bei uns. Staberweiterung. Nach einem perfekten Ausweichmanöver schärft sich Dualims Sinne und sein Stab kommt in Schwung. Dies erweitert seinen Angriffsradius erheblich. Auch sein Durchdringen erhöht sich, wodurch er Gegner öfter unterbricht und kritisch trifft. Nett. Yukisara ist aber nicht mehr mit drin, ne? Nee. Gut, dann. Haben wir jetzt noch die letzten. Sachen hier. Das nicht. War vor 3 bis 4 Jahren auf der Tim Burton Ausstellung in Brühl. War bestimmt mega geil. Ich wusste gar nicht, dass es dafür auch so eine Ausstellung gibt. Warte mal, ich kann auch einfach alles nehmen, ne? So. Ja. Nein. So. Wir sind nach dem... Warte mal. Hey, Outfits. Wo ist... Gibt's das Schlachten-Outfits? Okay. Was haben wir denn für Outfits jetzt? Beziehungsweise gibt es ja noch neue? Ich bereite der neuen Sache. Berühmte Kampftracht, okay. Bild von einer. Bei ihr ist nichts Neues. Ne? Mohnenstola. Form ist Tracht. Okay. Bei ihm? Ach du grüne Neuner. So gefällt mir das so bisher am besten. Also entweder trage ich Badehose oder ich trage eine Jacke. Aber beides zusammen? Okay, das sieht aber cool aus. Das sieht gut aus. Bunt. Na gut, ich bin auch etwas wählerisch, was gewisse Sachen angeht. Punktete Katzenohren, wo sind die denn gepunktet? Der schwarze Anzug ist mega. Teufelshörner. Ja, ich nehme das Blümchen im Haar. Linker schwarzer Flügel, rechter schwarzer Flügel, Elfenbegleiter. Okay. Waffenskin. Okay, der Waffenskin ist cool. Ich dachte, das Schlimmste wäre das Badeoutfit. Das Badeoutfit geht gar nicht. Das ist echt fürchterlich. Der schwarze Anzug und ein schwarzer Flügel. Ja, das machen wir noch alles. Das sieht alles. Wir lassen ihn erstmal so. Das mit dem schwarzen Anzug machen wir noch. Ich lasse ihn aber erstmal so. Oh Gott. Wir haben das Spiel ja, glaube ich, noch lange.
Ich ändere das sowieso noch 30.000 Mal. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich habe schon wieder viel zu lange angeguckt. Sei froh, dass wir gerade noch nicht zu viel Story gemacht haben. Beziehungsweise, dass du in den Szenen davor noch nicht dabei warst. Da hättest du noch mehr Story gehabt. Solange du am 19.11. bereit für Endwalker bist. Bin ich, ja. Aber ich werde leider erst am 21. Endwalker spielen können. Dadurch, dass ich jetzt... Ich gehe immer davon aus, dass ich da an dem Freitag dann auch bei meiner Großmutter sein werde. Der Samstag ist streamfrei. Und ja. Werde ich es leider erst am Freitag schaffen. So traurig, wie es ist. Aber wie gesagt, meine Großmutter geht in dem Punkt erstmal vor. Da muss ich leider auf Abruf bereitstehen. Das heißt, da bin ich jetzt erstmal etwas häufiger. Deswegen gibt es zum Beispiel jetzt diese Woche Freitag auch keinen Stream. Deswegen, ne? Ansonsten hätte ich das natürlich gemacht, aber... Es ist leider alles ein bisschen anders gekommen, als man es sich gedacht hat. Da hat uns mein Großvater so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, leider. Also uns allen. Für insbesondere meine Oma. Die ist da jetzt erstmal auf Hilfe angewiesen. Ja, die kommt mit Papierkram ja gar nicht klar. Und ich dachte, ich wäre schon hilflos, was Finanzamt und so weiter angeht, aber meine Großmutter ist ja völlig, völlig hilflos. Das kann man nicht voraussehen, nee. Leider nicht. Schön wäre es, dann könnte man sich wenigstens so ein bisschen drauf vorbereiten, aber das wäre dann ja zu einfach, wenn man das könnte. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll für öffentlich 5. Das kommt am 12.11. Ah. Zeit schnitzen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, für mich kommt dieses Jahr wirklich nur noch Endwalker. Mehr ist da, glaube ich, gar nicht mehr, was dieses Jahr mich interessiert. Warten wir auf nächstes Jahr. Final Fantasy 16 wird das nächste sein. Wo ich heiß drauf bin. Was macht die da? Die sieht manchmal so ein bisschen aus wie Gollum, wenn sie das macht. Die Zeit, die du brauchst. Wie geht das vor? Ja. 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 Hast ja recht. Mit Film haben wir aber auch keine Ahnung, ein gutes Release-Date. Die meisten packen alles direkt hintereinander weg. Damit schön alles gleichzeitig kommt. Hier zu Whiskins statt Toren. Und was soll ich denn hier? Das ist ja nur das. Okay, warte. Aber so ist nichts. Oder sollen wir einfach wirklich komplett zu denen? Ich gebe sie so. Ja, sollen wir. Okay. Aber auf welche Seite müssen wir raus? Das ist die falsche Taste. Ich habe die Taste für die Map noch nicht heraus. Da. Ah, okay. Da hinten. Die andere Seite der Tore. Wie viel Geld haben wir? So. Bitte 4 2042 und die Pokémon Remakes kommen auch am 19.11. Ach du grüne Nonne. Gut, Battlefield bin ich jetzt nicht. Also da bin ich raus. Ja, Pokémon, das wäre schon eher so, was ruhig belegen würde. Ich
Ich finde das Blau von seinem Kostüm geil. Blau sieht echt gut aus. この人たちはそれを自分たちの力で壊すことを選んだ。それに口出すべきではないと思う。まあ、アルフェンがそう言うならそれでいいけどさ。ん?じゃあ、金さんの猫のこと任せたわよ。え?彼の名前は?カッツ。 Kätzchen! Wie Kätzchen haben! Kätzchen! Kätzchen haben will. Ich nicht genug Katzen. Ich Katzen brauch. フルゲテロ。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え?構わないが。ただてっきりあんたはこの国の立て直しに残るものだとばかり。それも考えた。だが思うところがあってな。兄さんが死んだ後 ずっと考えていた。何がいけなかったのか、どうすべきだったのかを、共存の夢によって私たちが救われたのは確かだ。問題はその後だ。私の過ちは、その夢を余りに盲目的に受け入れてしまったことなのだろう。与えられた理想郷、 その中に安住して自分で考えることをやめていた。それが私の罪。だから兄さんは死んだ。ミキューダのことはキサラのせいじゃないよ。そうかもしれない。でも私は兄さんに託された。多分それは与えられた理想郷。それが何なのか。 Sei mal betont, die Flügel gehören eigentlich nicht dazu. Die Flügel habe ich reingemacht. Weil du Kissa rausmachst. Die Flügel cool. Ich muss nur bald abnehmen. Ein Rücken braucht keinen Schutz, dachte sie. Und stirbt wahrscheinlich irgendwann durch mich elendig. Ich glaube, da haben die Entwickler auch nicht großartig nachgedacht über ihren Rücken. Die dachten einfach nur so, oh, wie können wir das so freizügig machen wie möglich? Ich stelle mir eher die Frage, warum trägt sie einfach hochhackige Schuhe. So kann man doch nicht kämpfen. Wenn es wenigstens breite Absätze wären. Plättfisch. Oh nö. Nee, nee, nein. Nein, komm, wir überspringen den Kack. Nein, nein. Na. Ja, genug Fertigkeiten. Oh. So. Da können wir ein bisschen was machen. Da. Sprung in der Luft. Sprung in der Luft klingt schon mal ganz gut. Hm.
Einmal. Zweimal. Sphere wird much. Yep. Yep. Ein wenig. Ein wenig. Habe ich aber damals auch schon gedacht. Es ist, es hat ein paar Ähnlichkeiten. Aber super. Muss sozusagen beim Besiegen von Gegnern. Eop. Nee, im Kampf, ja. Einmal. Das Ding fertig. Sehr schön bei kritischen Treffern, ja. Dualim. So. Was machen wir bei dir? Wirft einen wirbelnden Stab. Ja. Ja, komm. Mach. Mach das einfach perfekt auszuweichen und abzuwehren. Stützearzt, Erholung verarzt. Ja. 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 500. So. So, das Ding hier. Wirkt das Ausweichen. Schaden hört an Schwachpunkten. Ja. So. Genug gelevelt? Ich glaube ja. So. Ich hätte gern Kisar drin. Und... Hallo? Ich würde gerne mal mit der Gruppenkonstellation kämpfen. Gut, einmal... Quatsch. Oh, diese Eule. Oh, diese Fisch.見た目ほど重くないんだが。でもあれでなら、それは私にとって守る価値があるものです。 俺も守られっぱなしになる気はないが、気にかけてくれるのはありがたい。改めてよろしく頼む、キサラ。ああ、任せてくれ。Okay. Und einmal Sesam, öffne dich. So, ich mache aber noch einmal ganz kurz eine kleine Pickelpause. Ich bin wieder leicht im Ruhe.